Tachchen, a growth hack a day. Ich komme gerade von einem richtig coolen App-Startup und ja, da hat mir wieder gezeigt, dass ein Growth Hacker auf diese ganze Customer Journey gucken muss. Das heißt nicht immer nur, wie kriege ich neue User, woher kriege ich neuen Traffic und wie viele Leute melden sich halt an, in dem Fall für eine App, wie viele downloaden das und registrieren sich vielleicht sogar auch dafür, sondern das Entscheidende ist, wie viele Leute nutzen wirklich diese App, also empfinden diesen Kunden, diesen Wert für den Kunden, sodass sie diese App auch wirklich immer weiter nutzen und immer wieder nutzen, weil nur das ist das, was am Ende dann auch irgendwie Umsatz bringen kann, wenn die Leute wirklich in die Nutzung reingehen. Und ein Growth Hacker muss halt die ganze Customer Journey angucken. Da gibt es diesen R-Metrics-Funnel, also Acquisition, Activation, Retention, Referral und Revenue. Und wenn man den sich mal nimmt, da kann man sich wunderbar Step-by-Step durch den Kunden, wie der halt so da durchgeht, durchhangeln und gucken, wo genau springt er ab. Von dieser wunderschönen Stadt, das war's, a Growth Hacker Day, ein wunderschönes Wochenende. Guck mal hier.